gibt's Beintraining mit einer neuen Übung und mit ganz vielen Lunges. Warm-up nutzen wir die sogenannte Lunge-Matrix. Ihr nehmt euch dazu einen Besenstiel, ein Stöckchen, was ihr zur Verfügung habt. Im Notfall geht auch ein Handtuch, das ihr einfach auseinanderzieht. Wir haben jeweils drei Griffarten. Wir haben einmal Snatch Grip, also breit, einmal Clean Grip und einmal Close Grip. Startet mit dem Snatch Grip, dann der Clean Grip, dann der Close Grip. Macht jeweils 5 Wiederholungen. Eine Wiederholung, ich zeige es euch im Snatch Grip, ist erster Lunge nach vorne, Stöckchen nach vorne, über Kopf raus, Lunge zur Seite, Stöckchen nach vorne, über Kopf raus, 45 Grad nach hinten, raus. Das war die halbe Wiederholung. Dann das Ganze mit links. Das war eine. Davon 5. Dann den Griff auf Clean Grip. Und dann den Griff auf Close Grip. Heißt, in Summe haben wir 15 Wiederholungen. Und relativ viele Lunges. Hauptteil. Single Leg, Single Arm, Stagger Stance, Overhead Squat. Klingt spannender wie es ist. Also, ihr steht auf einem Bein. Das andere steht direkt daneben und nur leicht auf der Zehenspitze. Heißt, der ganze Load ist auf dem Standbein. In derselben Seite habt ihr ein leichtes Gewicht über Hand, über dem Kopf und macht 6 bis 8 tiefe Kniebeugen, wo ihr den Fokus habt, dass das ganze Gewicht auf dem rechten, auf dem Standbein ist und das Gewicht weiterhin zur Decke zeigt. 6 bis 8 auf der, 6 bis 8 auf der anderen. Dann haben wir noch sogenannte Harrow Curls dazu. Ihr sucht euch irgendwas, wo ihr euch drunter klemmern könnt. Meine Variante funktioniert nicht. Was gut funktioniert, ist eine Couch, was gut funktioniert, ist eine Sprossenwand, irgendwas, wo ihr die Füße drunter klemmen könnt. Ich zeige es euch als Konzept mit meiner Variante. Ihr klemmt euch irgendwo mit den Füßen drunter, schön drauf, dann erst den Kniewinkel öffnen, das kann ich jetzt hier leider nicht, weil dann hält sich das Assault Bike. Stellt euch vor, den Kniewinkel so weit nach vorne öffnen, ohne die Hüfte zu verändern, bis ihr Spannung auf den Oberschenkelrückseiten habt, dann hier Oberkörper beugen, Nase berührt am Boden und wieder hochziehen. Ihr werdet das extrem in den Hamstrings merken. Kann auch sein, dass ihr einen Krampf dabei bekommt. Falls dem so ist, ist es normal. Macht euch keine Sorgen. Und am Schluss haben wir noch Lunges. 10 Minuten, 20 Meter Forward Walking Lunges, ganz klassisch. 20 Meter Backward Walking Lunges. Und 20 Meter Sideboard, 10 rechts, 10 links. Side Lunge ist Lunge, unten durch, hoch. Unten durch, hoch. Genau, und das Ganze für 10 Minuten sauber bewegen und schön Volumen auf die Beine bekommen. Viel Spaß beim heutigen Training.